Wir haben einen Weg gegraben über die Lavagrube. Nein, wir haben sie nicht gegraben. Wir haben Kokosmilch in die Lava geschüttet und die kühlt bekanntlicherweise, wie wir aus vielen Wissenschaftssendungen kennen, kühlt Kokosmilch Lava ab. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Kann ich hier runtergehen? Mal testen. Jetzt müsste ich ja eigentlich... Hallo? Oh. Die Kokosnussmilch hat die oberste Schicht der Lava des kompletten Grabens abgekühlt. Ich habe nicht mehr genug Milch, um die Salzlinie wegzuwaschen. Aber dieser kleine Pfad ist schon mal nicht schlecht. Ja, die Frage ist, was machen wir damit? Hühner. Ich habe ja auch noch das Hühnerfutter, ne? Das ist eigentlich alles, was ich im Moment habe. Zack. Auf, jo, nein, hier. Das ist nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig? Nein, aber wir sollten jetzt nicht aufgeben. Aha. Wenn die Hühner nicht in ihrem Stall eingesperrt sind, folgen sie dem Futter bestimmt überall hin. Okay. Dann müsste ich doch jetzt irgendwie... Ja, das repariere ich morgen. Gibt es hier eine Tür oder so? Pfad zum Tempel? Kokosnusspfad? Hühnerstallzaun? Vielleicht muss ich da oben noch irgendwas machen. Die Hühner könnten ja theoretisch den Mist da unten wegpicken, oder? Das ist jetzt schon nicht... Oh, Flatsch! Bams! Schubkarre? Berührt! Flatsch! Das brauchen wir nicht. Vertrau mir. Ja, ich will aber doch. Was gibt's hier noch? Das ist eins von diesen Dingern, in die man Kokosnüsse legen kann. Ich habe keine Zeit für solche Fragen. Hey. Nicht stressen. Schubhaftigkeit. Karre der Schubhaftigkeit. Das ist schön, das gefällt mir. Das entzieht sich der Greifbarkeit meiner Hände. Was macht sich mit das mein mit der Zisterne? Leer. Leer. Verwenden. Hallo, Zisterne. Benehmen. Oh, Papa Dog, sei nicht so ein Spießer. Kokosnusslichtung. Auf dieser Lichtung haben wir an jedem Vollmond gelegen. War alles eine Lüge? Hat sie mir alles nur vorgespielt? Allerdings. Ja, die böse Simbi ist ja Papa Dogs Frau, Freundin, was auch immer. Da haben wir ja gesehen. Und die ist ja hier quasi so irgendwie mit Schuld an allem, ne? Beschädigte Stütze? Kann ich die noch kaputt machen? Bringt mir das irgendwas? Nein, ich brauche diese Kammer noch, nachdem ich die Insel wieder übernommen habe. Okay. Ich muss zum Hühnerstall. Irgendwas ist hier. Es ist ja, ich meine, es ist ja auch gar nicht so schwer, das zusammen zu kombinieren, ne? Weil es gibt ja nicht viel, was wir noch haben. Aber ich muss irgendwie die Hühner da rauskriegen, wie es aussieht, ne? Das Hühnerfutter selbst, das ist jetzt nur noch da. Hier haben wir nur einen Pfad zum Tempel. Und hier haben wir den Hühnerstallzaun. Ich kann ihn aber auch, wenn ich, kann ich da irgendwie was anderes noch aktivieren? Nee, ne? Untersuchen. Zwei der Pfosten sind lose. Eines Tages werde ich tot sein und die Akademie wird mit mir den Bach runtergehen. Okay, vielleicht kann ich die Pfosten... Ah. Los, ihr seid frei. Aus dem Gefängnis ihres unterdrückten Geistes kann ich sie weniger leicht befreien. Sie wollen gar nicht raus. Ja, wollen wir dafür sorgen, dass sie rausgehen, die Viecher, ne? Hier, so pass mal auf. Hühnerfutter und hier, gut. Ne? Dieser Pfad zum Eingang ist viel kürzer. Hühnerfutter nehmen? Nein, nein, schnell. Wir müssen fertig sein, bevor der dritte Hahn kräht. Ach so, weil wegen, ne? Das war der erste Hahn jetzt quasi, ne? So, die picken jetzt das Salz weg, sterben an einer Salzvergiftung, aber wir können durch. Perfekt. Ruhe! Das war schon der zweite Hahnschrei. Verdammt. Nur noch einer. Dann? Papa Doc ist wieder da. Ehrwürdige Ischel, hör mich an. Ich brauche deine Hilfe.
Unsere Seelen müssen wieder mit unseren Körpern vereint werden. Ich schaffe es nicht alleine. Bitte, hör mich an. Na, hör schon. Die Reliquie von Ischel war in den letzten Wochen untätig. Warum sollte sie jetzt reagieren? Simbi muss sie verflucht haben. Ich muss einen Weg finden, den Fluch aufzuheben. Ich muss mit Ischel sprechen und meinen Juju-Stab finden, um unsere Seelen wieder mit unseren Körpern zu vereinen. Böses Juju. So, hier ist ein Bücherregal. Was hast denn da so alles drin? Alles antike Bücher über Wuju. Simbi war sehr davon beeindruckt. Sie war süchtig nach Wissen und Liebe. Oder so ähnlich. Ja, keine Sorge, klar. Ich bin in Ordnung. Ich brauche nur eine Sekunde. Ja, und? Lang genug jetzt. Ja, super. Hier ist ein Fetisch. Berühren. Immer erstmal berühren. So einfach kann man einen Fetisch nicht brechen. Oh, ich will ihn ja auch nicht brechen. Ich will ihn berühren. Das ist einer der Fetische, die ich in meiner Jugend gebaut habe. Simbi hatte auch einige ungewöhnliche Fetische. Ja, ist klar, ne? So, was haben wir hier? Eine Götzenstatue. Der Gott der Grillmeister. Wir huldigen ihm jeden Sommer. Zusammen mit den Loas für Würzmittel und Marinaden. Geil, der Gott des Grills. Das ist mein Freund. Dem huldige ich auch. Jetzt am Wochenende. Gestern habe ich dem erst gehuldigt. Und zwar wie ein, ne? Unflätig fast, ne? Altar untersuchen. Der Altar meines Wahrsagerschädels. Zum Glück hat Simbi nicht alles zerstört. Haben wir Glück gehabt und das ist der Wahrsagerschädel, nicht wahr? Das ist mein aztiklanischer Wahrsagerschädel. Ein Geschenk von Ischel, meiner Verbündeten. Ich verwende ihn, um sie zu kontaktieren. Meine heimtückische Ex-Frau hat ihn verflucht. Aber ich kann keine Schriftzeichen oder Symbole entdecken. Das gibt Abdrücke. Wuju-Götter hassen schmutziges Wahrsagerzeug. Okay. Hier ist ein Fenster. Was gibt's da? Es dämmert schon. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ah, mir dämmert es gerade noch nicht. Wie soll ich das machen? So, hier sind Flaschen mit Seltsamkeiten. Flasche der Seltsamkeit. Flasche der Seltsamkeit. Flasche der Seltsamkeiten. Komische Flasche. Die skurrile Flasche der Geister. Und damit meine ich nicht die Geister des Weines. Da sind Dämonen drin. Oh, lassen wir die frei. Natürlich lassen wir die frei. Ich habe keine Zeit, Geistern nachzujagen. Aha. Austrinken. Das brauche ich nicht. Ja, dann wird er das bei der anderen Flasche auch nicht brauchen. Vorlesungssaal. Wir müssen also den Fluch brechen und den Stab finden. Was bist denn du für einer? Geisterabwehrende Götzenstatue. Oh, das sieht nicht gut aus. Da ist der Stab. Götzenstatuen, die Geister abwehren. Simbi hat sie aufgestellt, um mächtige Geister abzuwehren. Sie sagte, es wäre zu unserer Sicherheit. Alles klar. Das wissen wir jetzt ja auch, warum sie die aufgestellt hat, ne? Da ist er, direkt vor meinen Augen. Zum Glück wusste Simbi nichts von seiner Kraft. Nicht so lange diese beiden dort die Tür bewachen. Ja, okay. Berühren. Ich kann nicht an sie herankommen. Hier oben an diesen... Ah, Halle, okay. Was haben wir hier alles? Das ist noch ein... Ah, Wuju-Bücher des Monats. Das ist gut. Was gibt's da? Ein wackeliges Regal mit meinen Wuju-Büchern des Monats. Was kann ich damit machen? Ich sollte meinen Orakelraum versperren. Warum? Jetzt kann mich keiner mehr bei meinem Gespräch mit Ischel stören. Ah ja, okay, verstehe. Ich wollte gerade sagen, dass ich mit der Sinn nicht was... Loa der optimalen Fußbekleidung. Die Loa der optimalen Fußbekleidung. Sie verehre ich nicht, wie man sieht. Wir haben einen Heiligen wie sie. St. Happens. Du kannst dir nicht vorstellen, zu was für einem Preis er mir diese Stiefel beschafft hat. Okay, alles klar. Ja, mit denen muss ich irgendwas machen. So viel steht fest, aber ich weiß noch nicht genau, was. Papa Doc, sag mal an. Oh,
Wer putzt denn da? Zombie-Putze. Juju-Putze. Ich kenne sie. Als sie noch gelebt hat, gehörte sie zu einer Piratencrew, deren Schiff dann aber spurlos verschwand. Die haben ja alles verzombifiziert hier, doch. Das gibt's ja gar nicht. Ich werde nie mehr eine Frau anrühren. Jetzt sind wir aber alle erleichtert. Sehr schön. Okay, Loa der Liebe. Loa der Liebe? Lüge. Alles Lüge. Ach, ist so ein bisschen verbittert, der alte Papadok, hä? Sei sie nett. Die Loa der Lust. Ach, die ist das. Ich bekomme diese Statue ständig geschenkt. Keine Ahnung, wieso. Ja, weiß ich jetzt nur auch nicht, ne? Loa der Sünde. Loa, Loa, Loa. Hier gibt's da bestimmt irgendwas zum Mitnehmen, ne? Früchte und Gemüse. Es ist gesund. Und schmeckt lecker. Früchte, Gemüse. Da plant wohl jemand eine Party. Was haben wir hier? Gemüse und Früchte, Früchte und Gemüse, Früchte, Gemüse, Gemüse und Früchte. Kissen kann ich nicht mitnehmen, diese merkwürdige Blume hier auch nicht. Dann kann ich hier ins Schlafzimmer gehen oder in den Tempel. Erst ins Schlafzimmer natürlich. Doppelklick funktioniert auf jeden Fall schon mal, den Screen abzukürzen. Das freut mich persönlich sehr. Unheimliche Blicke von links. Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Ach, ich habe ja Voodoo-Symbole verwendet, um unser Schlafzimmer zu schützen. Oh, wenn ich nicht so wütend wäre, könnte ich stolz auf meine Arbeit sein. Okay, also wir können hier quasi unsere eigenen Symbole nicht überwinden, aber vielleicht können wir... Unser erstes Hochzeitstaggeschenk. Erstaunlich, dass sie nicht verblüht sind. Voodoo-Topfpflanze, werfen. Gar nicht dumm. Die Kreidesymbole halten Geister ab, aber keine Untoten. Ja. Ah. So, Schätzchen, putz das mal weg. Fahr die Bilder durch. Aber Salz hält die Untoten wohl sehr wohl ab, ne? Das habe ich ja schon gelernt mittlerweile, wegen den Salzfischen. Fisch, Fisch auf dem Tisch. Sie hat die Kreide zusammen mit dem Dreck weggefegt. Das ist gut. So, Schätzchen, jetzt können wir hier reingehen. In dein altes Schlafzimmer. Du hast einen schicken Schrank. Was ist das? Zack. Meine Maske und meine Robe. Okay. Ein beeindruckender Anblick, der meine Studenten immer wieder einschüchtert. Ja. Das ist gut. Warum auch immer. So, was ist das? Euer Bett sieht sehr, ne, nicht so... dolle bequem aus, finde ich jetzt persönlich. Das ist eine komische Spieluhr. Und ein Trank oder sowas. Eine ausgefallene Spieluhr mit Gravierungen. Also mir fehlt auch hier wieder so ein bisschen die Hotspot-Markierung. Ich habe irgendwie noch kein Adventure gespielt mit diesen Hotspot-Informationen. Was ist das? Geiler Sound. Ein Ohrwurm. Aber ich erkenne die Melodie nicht. Vielleicht kennt einer der beiden anderen die Melodie. Können wir ja mal nachfragen, ne? Bluebelly? Bluebelly, kennst du dieses Lied? Kannst du es für mich summen? Ich singe nicht. Ich habe kein musikalisches Gehör. Kein Problem, ich werde es schon erkennen. Das habe ich nicht richtig erkannt. Kannst du das nochmal summen? Was? Na gut. Wow, das kommt mir bekannt vor. Ich habe es fast erkannt. Kannst du es mir noch ein letztes Mal vorsummen? Diesmal erkenne ich es ganz bestimmt. Was? Nochmal? Das ist aber dann das letzte Mal. Okay, hast du es jetzt erkannt? Ei, nein. Aber du hast eine sehr schöne Singstimme. Ich werde dir die Haut bei lebendigem, du Sohn einer. Nein, ich mache nur Spaß. Das Lied heißt Sally Seaworthy. Meine Schwester singt es die ganze Zeit. Hör zu, ich singe es für dich.
Sie war die Piratenbraut, vor der jedem graut, wenn sie ihren Namen schrie, Sally Seaworthy. Ja, famos, danke. Okay. Du hast also auch zugehört. Na, hoffentlich hat es dir gefallen. Aber natürlich, auch wenn es nicht gerade Musik in meinen Ohren war. Okay, das war eine ziemlich coole Einlage, das muss ich sagen. Das hat mir echt gefallen. Schön. Ich mag die drei, die sind irgendwie cool. Wuju Mountain ist wie ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen geformt, um die Leute abzuschrecken. Aber er zieht immer wieder die Aufmerksamkeit von neugierigen Kindern auf sich. Vielleicht hätten wir ihm die Form von Hausaufgaben geben sollen. Ja, schön, ein Wuju-Berg in Form von Hausaufgaben. Ja, das gefällt mir. Hier ist ein Gardinenband. Es hält unsere Vorhänge im Schlafzimmer zusammen. Meine Vorhänge. Jetzt schlafe ich ja wieder alleine hier. Genau. Armer Kerl. Nehmen wir mit. Dieses Seil könnte nützlich sein. Bestimmt. Du-ding, du-ding. Ich mag diesen kleinen Jingle, wenn man etwas einsammelt. Ein Kerzenhalter. Dieser Kerzenhalter ist neu. Sieht aus, als ob ich ihn bewegen kann. Okay. Was ist da jetzt passiert? Irgendetwas stimmt damit nicht. Ja, durchaus möglich. Vielleicht, da weiß doch bestimmt, das klingt so nach so einer Geheimtür oder sowas. Da kann uns unsere Spionin bestimmt was zu sagen. Oh, das ist ein handelsüblicher Geheimschalter. Fast jede Verschwörung verwendet so einen. Irgendwo muss es eine geheime Tür oder ein Fach geben. Du musst den Hebel nach unten drücken, ihn dann zu dir heranziehen und anschließend nach rechts drehen. Alles klar, das machen wir. Und zwar in der nächsten Folge von Let's Play Osterbeirats auf Wuju Island. Bleibst du dran, bleib ich auch. Bis dahin, tschüssi.